Dann kann ich da gleich. Dann warte ich jetzt mal auf Holz, damit ich gleich drei Fische. Crimson Sabbath hat das einzige Territorium mit Fischgründen eingenommen. Wir werden es uns zurückholen müssen. Sofa! Tja, da hat Crimson Sabbath wohl Pech gehabt. Schon dieses unterwegs. Land gehört nun uns. Lasst uns Fischerhütten bauen. Wir werden sie gegen Crimson Sabbath verteidigen müssen. Das Territorium ist unser. Wir müssen es gegen Crimson Sabbath verteidigen, um die benötigten Fische zu fangen. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Ei, schon unterwegs. Das wirst du aber nicht hinkriegen. Glaube mir. Ach, der Außenposten ist noch beschädigt, ansonsten würde ich jetzt einen Befestigten dorthin bauen. Aber es geht leider nicht, dann muss ich wohl erstmal einen Pfad hier bauen. Dann sehe ich meine Siedler hier noch schneller bewegen. So. Oh, und Hakim kann übrigens befördert werden. Das machen wir doch auch gleich mal. Auch und der Bogenmacher kann auch ausgebaut werden. Und ich glaube, ich baue einfach mal die Burg aus. Wir haben ja genug Gold und Stein und alles und ja. Nein. Wir greifen jetzt. Habe ich euch nicht gut gedient? Gebührt mir dafür nicht ein neuer. Ja, Hakim, nur leider gehen gerade viele deiner Truppen drauf. Ach, Mist. Förder ich ihn ganz kurz und dann geht auch wieder zurück. Komm schon, das schafft ihr, Leute. Vertraue euch. Auf euren Befehl. So. Greift hier an. Wie ihr wünscht. Ihr schafft das. Ja. Und wie sieht meine neue Burg aus? Oha. Die sieht geil aus, finde ich. Da wird das Lagerhaus nochmal ausgebaut. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Dann werde ich sie euch wohl entreißen müssen. Ja, das hast du eben schon gesagt. Auf dem Weg. Komm schon, Dieb. Wie ihr du schaffst das. Sofort, wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. So. Damit gehören die Fischgründe mir. Beziehungsweise. Nein, hä? Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Nein, nicht meine Eisenmine. Auf euren Befehl. Das hier wird alles ausgebaut. Habe ich überhaupt Fisch? Nee, ich habe null Fisch. Blöd. Schon unterwegs. Ich glaube, ich schicke erstmal Truppen auf den Außenposten. Und ziehe mich danach hierhin zurück. Weil ich glaube, Bogenschützen auf einem Außenposten sind effektiver als halt ganz normale. Wird er jetzt repariert? Ja, jetzt wird er repariert. Und ich kann ihn gleich ausbauen. Also zum befestigten Außenposten. Boah! Die spinnen doch. Aber immerhin ist Hakim jetzt dabei und schnell, ich brauche Bataillon. Euch mir an. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So. Komm schon. Komm schon, meine Truppen. Verteidigt mein Territorium. Alles klar. Beziehungsweise greift von der Seite aus an. Alles klar. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Aber Crimson Sabbath fährt echt alle Geschütze auf. Ach, aber Hakim hat es überlebt. Schön. Und den Außenposten hier kann ich ausbauen. Ach, warum habe ich immer so wenig Nahrung? Ich kaufe mir erstmal was.
baue ich hier erstmal eine Räucherei. Wenn ich sie denn hier irgendwo hinbauen kann. Naja, dann eben da. Beziehungsweise, ich denke mal gleich zwei Räuchereien. Und es wird auch schon Fisch geliefert. Habe ich hier noch irgendwelche Waffen wieder? Ich habe halt ziemlich... Wieso habe ich eigentlich so viele Schwerter? Aber ich spule mal ganz kurz vor. Damit Hakim hier jetzt endlich ankommt. Also hier oben. Beim Lagerhaus. Und dann so. Dann brauche ich Brot. Ah Mist, wir haben nicht genug Gold. Ärgerlich. Und wieso streiken alle? Moment, ich glaube, das kann ich erstmal auf Eis legen. Habe ich jetzt eigentlich Fisch? Ja, Fisch ist da. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das dauert halt, bis der Fisch bzw. die Händler hier jetzt wieder da unten sind. Ist das jetzt eigentlich ein befestigter Außenposten? Nee, gleich. Okay. Ah, und hier sind heiße Quellen. Ich habe mich schon gewundert, wieso man überhaupt fischen kann. Ah, da bewundere ich mal ganz kurz die Grafik, die hier jetzt nicht ganz so toll ist. Aber es ist doch immer wieder schön, wenn man sieht. Ah. Die Siedler siedeln vernünftig. Und ich kann auch ein bisschen Brot kaufen. Und jetzt muss Hakim wieder zurück zu seinen Truppen und ihnen Mut geben. Verstanden. Ach, ich habe doch zwei Nahrung. Oh, und ich bin doof. Fällt mir gerade auf. Wieso ist der Weber eigentlich immer noch auf? Ein Karren ist angekommen. Dings. Oh, und der Dorfplatz sieht jetzt schön aus. Fällt mir gerade so auf. Wie weit sind sie hier jetzt eigentlich? Ich glaube, es sind gerade zwei Wagen auf dem Weg zurück. Ja, da sechs Fisch, da sechs Fisch. Und so langsam müsste die Produktion der Fische in Gang kommen. Eine Eisenmine ist erschöpft. 120 Wasser. Das ist viel. Auch eine Eisenmine ist erschöpft. Okay, dann warte ich noch, bis die das letzte Eisen abgeliefert haben. Und dann kann ich die Eisenmine abreißen. Tut mir leid, Minenarbeiter heute. So. Und dann sind hier gleich meine Fischhütten alle ausgebaut. Ein Karren ist angekommen. Ich hoffe, die noch, bevor der letzte Fisch ankommt. Ja. Ein Steinbruch ist erschöpft. Nein. Warum ist er denn erschöpft? Will ich nicht. Ihr habt also die Fischgründe eingenommen. Oh, sie greift gleich an. Denke ich mal. Den Außenposten können wir nicht weiter ausbauen. Schade. Ich baue nochmal zwei Bogenschützen. Schon unterwegs. Einheiten, die kommen hier hin. Und wie viel Fisch haben wir jetzt? Sind die Typen eingetroffen? Also die Fische, Fischlieferanten? Nee, noch nicht. Die sind da. Ja, man sieht halt, dass die Pferdekarren bedeutend schneller sind. Und jetzt denke ich mal, schicke ich erstmal Fisch zu ihnen hin. Ah, eine Lieferung. Und wieso, ist unterwegs. Wieso schicken sie jetzt sechs Fisch nach Hause? Daran, dass dies meine Karren sind. Es steht euch nicht zu, sie zu stehlen. Mal
sehen, welcher Karren zuerst hier ankommt. Crimson Sabbat, ich gewähre euch Unterstützung bei eurer Mission. Ich erwarte nichts anderes als einen glorreichen Sieg. Verstanden. Alles klar. Schon unterwegs. Okay. Was brauchen wir denn noch so? Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Beziehungsweise ich hoffe nicht, dass jetzt irgendeine blöde Aufgabe kommt, die man schon wieder nur kaum gewinnen kann. Ach, ich nehme mal einen Dieb, um eventuell Lagerhaus erneut zu sabotieren. Die Räuchereien baue ich nochmal aus. Meine Ladung Fisch ist nun auch zur großen Mutter unterwegs. Beeilt euch gefälligst, Kutscher. Soll ich die mal abfangen? Alles klar. Wie ihr wünscht. Soll ich fies sein? Ach nö, ich bin mal nett. Aber ich glaube, ich reiß mal ein paar Territorien an mich, oder? Jawohl! Ich weiß es nicht genau. Ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Nö. Erstmal nicht. Und ich baue mal ganz kurz eine Belagerungsschmiede. Na, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg vom Dorfzentrum. Na, ich muss den noch dran denken, den abzureißen. So. Ja. Die Steinmetzhütte hier wird jetzt abgerissen. Es lodert wohl doch etwas Feuer in euch, hm? Ihr wisst, ein Territorium einzunehmen und zu verteidigen, das schätze ich. Meine letzte Aufgabe lautet, bringt mir Belagerungsgeräte-Bauteile. Dafür benötigt ihr eine gut ausgebaute Stadt. Also macht euch besser an die Arbeit. Ach, dafür habe ich ja... Oha, die Mission ist einfach. Ich habe so lange Zeit. Das ist... Ja. Einfach nur... einfach, sagen wir so. Ich kann sie auch nochmal sabotieren, obwohl das nicht viel dran ändert, ja, dass die Mission einfach einfach ist. Tja, weil einfach 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 ist, ne? Wie ja. Ihr befehlt. Auf der Stelle. Schalalala. Wie ihr befehlt. Natürlich. Schön hier hingehen.